So, ich bin's mal wieder. Ja, was gibt's denn Neues im Spiel? Und zwar habe ich mir schon bei dem Shop mir schon den Dagger gegönnt. Hier diese Lulu, diese Seraphine, ne? Das hier lasse ich noch offen, weil ich weiß nicht, ob ich sie haben will. Die spricht mich jetzt nicht so an und die weiß ich auch nicht. Aber ich habe noch Bedenkzeit bis zum 13. März, also von daher sehe ich die Sache entspannter an. Und Soraka weiß ich auch nicht. Da ich nicht so oft mit denen spiele. Ja, dann gibt es noch wieder ein neues Mondwende-Event. Fand ich auch mega cool. Das kam, nachdem ich am Sonntag gestreamt habe. Auf einmal war es da und ich so, okay, gut, klar. Hätte man auch eher reingehen können, aber pff, dann halt nicht. Hier spare ich wieder für diese Essenzen, da ich etwas vorhabe. Habe ich, glaube ich, schon mal im letzten Stream erzählt, aber ich wiederhole mich doch gerne, nur für euch. Ich habe was vor. Ich möchte nämlich diese Ash mir holen. Und ich brauche noch 18 davon. Und ich kann eine Truhe öffnen. Ey, passt doch super. Okay, Dinge, die man nicht braucht, aber Hauptsache man hat sie. Ja, perfekt. Wie sieht mein Stand aus? Im TFT war ich mal wieder Eisen 3. Dann habe ich wieder verloren. Ich sag euch das gleich. Also erstmal im TFT bin ich wieder Eisen 4, knapp vor Eisen 3. Eisen 4 in Flexi. Hat 99 Punkte. Ich brauche noch ein oder so. Auf jeden Fall kann ich mal Spielverlauf zeigen. Im TFT habe ich nämlich etwas geschafft, was ich davor noch nicht geschafft hatte. Ich war Platz 1 am 14.02. am Valentinstag. War ich Platz 1? Das kriegt man ja auch selten hin, aber hey, ich freue mich. Und hier kommt die Katze. Natürlich, wenn ich anfange zu streamen, kommst du an, ey. Wie wär's mit, ich streame und du schläfst? Oder ist das zu viel verlangt? Das ist doch einfach nicht mehr normal. Kaum bin ich aus 7, kommt die Katze. Mann. So, ich glaube, ich kann das wegmachen. Weil ich glaube, ich habe es runtergeladen. Downloads. Ich habe es doppelt. Ja, nice. Also, ich brauche es nur einmal. Umbenennen. Ja, wenn die Katze nicht meine ganze Tastatur blockiert. Jetzt habe ich ein QL League of Legends. War es 111? Ja. Genau, haben wir. Okay, gut. Wenn die Katze nicht die ganze Tastatur belegen würde, wäre es besser, aber. Katze halt. Ich schieb ja schon mal zur Seite, damit du Platz hast. Ja. Mach's dir bequem hier. Ist okay, ist okay. Ja, mal gucken, ob ich jetzt eine Runde spiele oder zwei, je nachdem, ob ich verliere oder gewinne. Jetzt habe ich schon mehr das Problem mit dem einen Update von Windows, was ja mit der Winrate zu tun hat. Ich guckte so, Update-Verlauf, die war ja eigentlich weg. Heute mache ich wieder Updates, ist das Ding wieder da. Gucke ich so, hä, warum geht das nicht? Ach ja, Januar 24. Das Ding ging doch nicht. Also, ich lasse auf jeden Fall sein, weil ich hab da wahrscheinlich keine Winrate drauf. Und wenn man die nicht hat, ist das Update eigentlich, naja, nicht sinngemäß. Aber alles andere, was geupdatet ist im Februar, hat der gemacht. Und irgendwann habe ich eh Windows 11, da komme ich nicht drum herum. Also, ich habe da keine Wahl. Ich glaube, nächstes Jahr endet der Support für Windows 10. Von daher muss ich irgendwann umsteigen. Gezwungenermaßen. Und ich muss mir eher ein neues Videoprogramm holen, also ein aktuelleres, was mit Windows 11 kompatibel ist. Weil ich glaube, meins, was ich habe von vor 3 Jahren, 2020, ich glaube, das geht bei Windows 11 nicht. Das wäre nämlich Magic's Video hier. Das habe ich hier nicht drauf, aber auch bei zwei anderen Rechnern.
Und da habe ich ja schon mein Geld angespart. Hole ich mir erst, wenn es soweit ist. So, wie lange warte ich heute? Ist schon vorbei die Zeit. Eigentlich müsste es jetzt schon funktionieren. Auf jeden Fall, ich werde nachher noch mal Wild Rift noch mal streamen. Denn ich habe eine Lux mir geholt, die verknallte Lux als Skin. Ich glaube, der Isre oder sowas, oder Esreal, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Den gibt es nämlich auch als Skin. Und von daher habe ich mir Lux geholt. Und ich hoffe, ich kann mit dem dann auch spielen. Verknallte Lux heißt sie, genau. Verknallte Lux. Die habe ich mir gekauft. War teuer, aber ich wollte sie ja eh haben, ne? Also von daher. Genau, verknallte Lux war das. Ich weiß nicht, ob ich das euch jetzt zeigen kann über der Kamera. Wild Rift. Ja, meine Katze geht schon wieder. Yeah, Freiheit am PC. Aber ich glaube, ich habe hier. Ja, es gibt ein Bild dazu. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann. Ich switch mal kurz um auf groß. Aber ist irgendwie mein Handy zu hell, kann das sein? Das kann, glaube ich, sein. Ich glaube, da ist mein Handy zu hell. Ja, auf jeden Fall. Ich muss dieses dunkler machen. Ja, ganz schwach. Aber wenn man das eingibt, verknallte Lux, League of Legends bei Drift, dann findet man auf jeden Fall dieses Bild. Und den Skin zeige ich euch auf jeden Fall später. Nochmal im Live. Also bleibt entspannt. Nachdem ich meine Haare mal wieder gefärbt habe. Und ich bin immer noch Platin 1 irgendwie in Wild Rift. Also, dann gewinne ich, verliere ich, ich gewinne. Hab dann wieder ein Verlustschild aktiviert und keine Ahnung. Irgendwie ist es so, mal ja, mal nein, mal ja, mal nein. Okay, mit der wollte ich jetzt nicht spielen. Ich spiele mit der Sternwächterin, mit Sailor Venus. Yeah! Und ich war Donnerstag im Vollmarkt gewesen, also Berlin-Alexanderplatz. Ich habe mir eine Sailor Moon Stoffbeutel geholt für 5 Euro. Jeweils ein Schlüsselanhänger, also 3 Stück, für jeweils 1,50 und diese Federtasche für 3,50 €. Dachte ich so, warum nicht? Kann man ja machen. Hab dann 14 bezahlt und es war eigentlich relativ günstig.
Also für Primark und dieses Merch von Sailor Moon gibt auch Dragon Ball Anhänger. Aber im Moment haben sie eine ganze Theke mit Switch? Nee. Doch, von Lilo und Switch. Heißt das Switch? Oh Gott, keine Ahnung. Nee, Stitch, so heißt der, genau. Lilo und Stitch, also von Stitch haben sie eine ganze Theke. Dann wollte ich ja noch von Sailor Moon dieses Notizheft, dieses Ringebuch, aber es hatten sie gar nicht. Dann dachte ich so, egal, ich habe ja eins noch aus dem alten Design. Die haben mir schon mal eins rausgebracht. Mit ein anderes Cover. Dann ist es halt so. Ja, und am 13., 14. April ist dann wieder das Kirschblütenfest und ich freue mich, dabei zu sein. Ich hoffe mal, dass das Wetter dieses Jahr besser ist, weil dieses Nass-Kalt-Regen war für meine Schuhe jetzt nicht so interessant. Denn lieber so ein bisschen Sonne. 15 Grad reichen locker. Aber nicht schon wieder so ein Regen-Shit-Wetter. Und ich habe auch schon die ersten Frühblüher jetzt gesehen. Jetzt kommt der Frühling so langsam. Obwohl es ja gar nicht so früh ist für die Frühblüher. Gibt ja welche, die schon im Februar blühen. Ja, wir können auch singen. Im Moment habe ich irgendwie mehr Bock immer auf TFT, weil es irgendwie entspannteres Craften ist. Keine Ahnung. Das ist, du musst dann durch die Gegend rennen. Du stellst dein Team zusammen. Aber musst dich irgendwie gucken, wo Gegner und sowas ist. Also es ist, ach, keine Ahnung, wie man das. Es ist entspannteres Kämpfen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich sowas beschreiben soll. Ich bin da sehr, sehr schlecht in sowas. Und ich habe mir mal wieder nach jahrelanger Zeit Blutwurst gekauft. Kriegst du eine frische Theke, aber auch ein Wurstregal. Kostet aber ein bisschen. Sauerkraut und Kartoffeln. Es ist so ein älteres Rezept von früher. Aber es schmeckt gut. Aber ich gucke immer bei Sauerkraut, dass ich ein mildes bekomme. Ich mag es nicht so extrem sauer. Jetzt brennt ja so ein bisschen. Fertig. Vorhin White Wolf, ich habe so ein bisschen gezockt, ne? Einer Midlaner nimmt Lux. Ich wollte es eigentlich auch. Ich war kurz davor, Lux zu bannen. Was macht der Gegner? Bannt Lux. Und ich so, Dankeschön. Weil wenn sie ihn spielen würden, ich nicht dafür, sonst hat keiner den spielen. Logisch. Und dann habe ich auch mit einer Miss Fortune zusammengespielt. Irgendwie, weiß ich nicht. Bin ich mehrfach gestorben, weil irgendwie war sie nicht da. Irgendwie war sie weg und keine Ahnung. Dann dachte ich auch so, okay, gut, alles klar. Vielen Dank. Bitte sehr. Und ich habe, wirklich, irgendwie Leute in TikTok waren irgendwie schneller. Das pinke Red Bull gab es ja noch nicht in Berlin.
Gab es ja irgendwo in Bremen, Hamburg, aber nicht in Berlin. So, diese Woche hatte irgendwie Netto-Marken-Discount und Angebot. 6-mal Red Bull für 5 Euro plus 1,50 Euro Pfand für alles zusammen macht 6,50 Euro. Die hatten aber auch das neue Red Bull abgebildet. So, ich war der Montag in drei Nettos oder Dienstag, nicht eins davon da. Dann wurde mir empfohlen, geh mal zu dem hin, die haben das noch. Dann war ich früh mal kurz dort gewesen und auf einmal sehe ich die ganzen Paletten mit dem pinken Red Bull und nehme mir erstmal 6 Stück davon mit. Ja. Weil bei Getränke Hoffmann gab es auch, aber das war teuer. Hab mir dann nur 2 Stück geholt. Dachte ich so, falls ich das nirgends mehr bekommen sollte, habe ich wenigstens 2 Stück. Ja, auf jeden Fall bei Netto habe ich dann zugeschlagen und habe mir 6 Stück mitgenommen. Und es schmeckt gut. Manche sagen, es schmeckt nach Heubrause und sonst irgendwas. Aber ich meine, zum Glück sind die Geschmäcker verschieden. Und wenn man das aus dem Kühlschrank trinkt, schmeckt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ich kann mich da nicht beschweren. Und ich sag mal so, die Verpackung droppt irgendwie alles. Und jetzt ist eine schöne Frühlings-LE, weil ich weiß, vor vielen Jahren gab es die mal in Japan. Und ich hoffe, dass diese LE auch dauerhaft im Sortiment bleibt. Weil das Blaue haben sie ja irgendwie auch dauerhaft drin gelassen. Dann weiß ich, dass im Sommer wieder eine LE kommt. Irgendwas mit Holunderblüte oder Holunder. Und was anderes. Auf jeden Fall in Google, wenn du es eingibst, siehst du es auf jeden Fall. So ein Bild schon. Bin gespannt, wie das dann so schmeckt. Ich fand die Kombination sehr interessant. Und es ist auch wieder grün verpackt. Dachte ich auch so, okay. Es gibt ja schon eine grüne Sorte. Und zwar ist es die, oh, wie heißt die denn? Kaktusfrucht? Ich glaube Kaktusfrucht. Aber erst habe ich über die pinke LE sehr zufrieden. Dann war ich gestern im Rewe. Kurz drin. Und guckte dann so, ach, die haben sie jetzt endlich mal auch. Und im Kaufland habe ich heute auch den Aufsteller endlich mal gesehen. Irgendwie mit dem Slogan, der Frühling wird irgendwie pink oder so, keine Ahnung. Okay, der lebt noch, aber egal. Ja, komm den Turm noch näher. Ich warte drauf. Genau deswegen. Obwohl ich gar kein Mana mehr habe, aber okay. Alter, diese. Oh, ich verkneife mir mal irgendwelche Ausdrücke hier. Mann, der. Boah. Kriegt sie noch zurück. Hätte ich mit dem Superstar Seraphine gespielt, weil da ist nämlich so ein Lied, das kann ich irgendwann nicht mehr hören. Das ist so immer, das wiederholt sich immer und das triggert mich total. Wenn sich so Lieder wiederholen, also irgendwie nicht weitergeht. Also in Endlosschleife. Traffic-Bad? Ja, auf jeden Fall. Bin ich zufrieden? Auf jeden Fall. Alter, lass mich mal los, ja? Ich will nicht hier. Komm, schaffst du. Nein, schaffst du nicht. Geh mal weg. Mann, ich hasse sie. Kriegt sie immer noch wieder, ich hoffe. Aber irgendwie kommen wir am Turm nicht ran, keine Ahnung. Was ist mit der in der Mitte hier? Ah, mal gucken. Ist schön. Ja, warum nicht? Ja, auf jeden Fall war es eine erfolgreiche Woche. Hab ja meinen Red Bull bekommen. Andere freuen sich über ein Gewinnspiel. Ich freue mich über so eine pinke Dose.
die ich dann wieder abgebe als Pfand, genau. Okay, ich kam zu spät, ich weiß. Mann! Ja, drei Leute auf einmal ist einfach nur. Wo ist unser Jungler eigentlich? Die Runde sehe ich doch, dass wir es nicht schaffen. Also wenn hier irgendwas fehlt, ist bestimmt irgendwo der Gegner, der kommt gleich wieder. Sag ich doch. Nein. Mach ihn fertig, mach es fertig, keine Ahnung. Sehr gut. Aber es triggert mich schon, wenn mein Laptop dieses eine Update nicht macht, aber es gab ja schon mal Zeiten, wo das Ding nicht mehr da war im Update-Verlauf. Also, wenn man auf Aktualisieren klickt. Ja, keine Ahnung. Ob es mit Windows 11 besser läuft, das weiß ich natürlich auch nicht. Kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber irgendwie, ich habe jetzt so ein Treiber-Update gemacht. Irgendwie ist der Treiber cool, keine Ahnung. Mein älterer Laptop bekommt irgendwie kaum noch Treiber-Updates. Aber es ist auch ein älteres Modell. Und eine ältere Grafikkarte. Alter, vorhin haben wir getroffen hier.
Mann, wieso treffe ich. Nee, geh mal weg hier. Das ist schon wieder Caitlin hier. Und ich habe erst auf Pluto TV wieder angefangen, Saburan total verhext zu gucken. Was ich nicht verstehe, ist, bei anderen Anbietern wie RTL Plus zahlst du irgendwie und da guckst du es kostenlos. Natürlich hast du mit Werbung und so und es kommt halt, naja, die Folgen laufen halt komplett durch. Du kannst halt nicht stoppen, aber ich denke mir so, dafür, dass es kostenlos ist, kann ich auch diese Variante nehmen. Und am 8. März kommt ja, ist der Frauentag in Berlin, ist ein Feiertag. Da kommt ab 20.15 Uhr. Auf ProSiMax ist ja immer diese Anime Night und auf jeden Fall kommen alle drei Sailor Moon Filme im Free TV, was ich voll cool finde. Ich denke mal, man kann es auf Join dann nochmal angucken, die Wiederholung, weil in der Mediathek lassen sie es eh immer lange da. Und wieso stirbt er nicht, sondern ich? Keine Ahnung, okay. Ich glaube, da kann man es eh nochmal angucken. Aber ich finde es halt cool, sowas mal wieder im Fernsehen so zu sehen. Also, der kommt in der Solo-Lane da oben sehr gut voran. Das auf jeden Fall. Na gut, man kann nicht immer jede Lane super vorantreiben. Mein Gott, dafür gibt es ja drei verschiedene Lanes. Plus den Dschungel. Jetzt sieht man hier auch so ein Kuckauge hin. Oder ich sehe alles Auge. Heute aber nicht. Oh, das war ich. Mensch. Nein, da kommt er natürlich. Ja, natürlich. Kommt einer, kommen sie alle. Kann ich irgendwas da lassen, so bevor ich sterbe? Gut. Ich weiß. Wenn die jetzt aber hier unten sind, kommt sie gut voran. Was auch sehr gut ist. Super, sehr gut. Feier ich nicht. Hört
Soll ich auch in die Mitte gehen oder hier bleiben? Ich weiß es nicht. Ich fühle mich in der Mitte dann so fehl am Platz. Außerdem braucht der Kollege mich ja, glaube ich, nicht. Doch, ja. Ja, Zionehmer auf mich, Alter. Mann. Ziel auf dich selbst. Diese Caitlyn. Früher habe ich auch noch mit ihr eigentlich gespielt, aber irgendwann habe ich keinen Bock mehr auf sie gehabt. Ja, ich treffe immer auf die Gegner. Oh, wie lost kann ich nur sein? Okay, geh mal lieber zurück. Oha, ich glaube, es ist übelst schnell. Okay, ist wieder langsam. Gut. Also sie sind. Ach, Nico hat sich in das Ding verwandelt, aber das Ding läuft ja eigentlich nicht. Unlogisch. Alter! Mann, die kommen auch immer von überall, diese Gegner. Okay. Ja, und weg ist sie.
Ich hoffe, Nico geht's gut. Ja, Nico könnte eigentlich gehen. Oh, gut, Nico. Sehr gut. Ach Mann. Ich wollte diese Runde eigentlich gewinnen. Nee, ich lasse es sein. Da holt ihr einfach ab, du bitte.
Oha. Massenkill oder was? Und ich renne natürlich wieder irgendwo gegen eine Mauer hin. Perfekt, top, geil. Ja, ich gehe auch zurück. Und gib ein bisschen Gold aus. Und bin jetzt arm. Nein, voll daneben, ich weiß, ja. Mann. Ich bin noch am Leben, wow. Mann, aber ey, komm, da sind zwei weitere Spieler noch da. Natürlich.
Nee, ich bleib jetzt hier. Das bringt doch eh nichts. Sag ich doch. Dann noch eine Runde. Mal gucken, wie die wird. Immerhin neue Stufe. Immerhin nur 29 LP. Nur. Naja. Mal gucken. Soll ich mal Caitlyn bannen? Dass sie denn, wie das einer dann Blitzcrank spielt, aber mein Gott. Okay, dann macht halt nichts. Okay. Lass uns die Welt verändern. Oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Sagt Sailor Venus.
Oh, mein Banner ist schon wieder weg. Stimmt, da war was. Oder kann ich ihn hier noch mal einstellen? Ja. Dachte, die ist meine Partnerin, die Miss Fortune. Jetzt geht sie in die Mitte. Wer ist denn jetzt mein Mitspieler? Ja, ich lese schon der Gegner, aber. Ah, er ist mein Mitspieler hier.
Natürlich. Ich sag dazu ist gar nichts mehr.
Na, die Runde wird nichts. Alter, wo ist mein Team? Wie soll man hier alles alleine schaffen? Verstehe ich nicht. Oh nee, ich hab keinen Bock mehr auf die Runde. Bin völlig doch freiwillig. Moment, ja, ich bin dafür. Ja, es ist schon wieder weg hier. Nee, ich hab auf diese Runde gar keinen Bock. Dann habe ich halt Minuspunkte, mein Gott. Aber so schlecht wie mit Spieler. Thank you.
Nee, ey. Nee, einfach nur aufgeben. Kein Bock auf die Suchrunde. Ja, das war mir klar. Das war mir klar. Nee, ey, einfach nur schlechter Mitspieler. Die auch gar nichts so machen, außer ein paar. Ich brauche einfach nur Pluspunkte, aber irgendwie klappt es hier nicht. Ich war kurz vor Eisen 3, jetzt bin ich wieder am Anfang von Eisen 4. Wegen schlechtem Mitspieler. Ich muss zwei Runden einfach nur mal wieder gewinnen. Kann nicht so schwer sein. Na gut, aber ich glaube, ich werde den Stream erstmal beenden. Und noch ein bisschen so weiter zocken. TFT weiß ich jetzt nicht, aber mal sehen. Vielleicht morgen bei einer Herkunft noch ein bisschen in Wild Rift live. Am Abend, spät am Abend. Deshalb mache ich erstmal hier einen Cut. Nachdem ich angenommen habe. Ja, also bis dann. Ciao, ciao.